Werbekennzeichnung in der Theorie relativ klar geregelt, doch wie setzt man das eigentlich richtig in die Praxis um? Was verlangt das Gesetz eigentlich von einem? Welche Hindernisse, welche Stolpersteine gibt es und wie kann man es möglicherweise umsetzen? Damit beschäftige ich mich jetzt. Hallo zusammen, willkommen zu diesem Video. Werbekennzeichnung, wo eine Grauzone die nächste jagt und in der Theorie ja alles relativ klar geregelt ist, es sich in der Praxis aber nicht so leicht umsetzen lässt. Was ist eigentlich kennzeichnungspflichtige Werbung? Also was muss ich angeben, was muss ich nicht angeben? Und vor allem, wie muss ich es richtig angeben? Das sind immer so eine Problemfelder, die gerne für Verwirrung sorgen. In diesem Video möchte ich mich mit drei Themen näher auseinandersetzen, nämlich mit der Impressumspflicht, Affiliate-Links kennzeichnen und Rezensionsexemplare. Dabei werde ich jeweils die Rechtslage aufzeigen, also was gibt uns das Gesetz vor, dann auf so ein paar Stolpersteine, Hindernisse, Tipps eingehen und dann euch zeigen, wie ich es mache. Und da jetzt auch gleich mal vorweg, das hier ist wieder keine Rechtsberatung, das ist einfach nur das, was man nachlesen kann, also in den jeweiligen Gesetzestexten mit so ein paar Tipps von Anwälten bzw. Strittige Bereichsfelder. Wenn es Links gab, packe ich euch die natürlich unten in die Infobox zum Nachlesen und dann, wie ich das, was ich dort gelesen habe, umsetze. Das heißt aber überhaupt nicht, dass, wenn ich zeige, wie ich es mache, dass man das so machen muss oder dass nur das richtig ist oder dass das überhaupt richtig ist. Das ist halt meine Umsetzung. Okay, dann würde ich sagen, starten wir auch gleich einmal mit dem ersten Themenfeld, nämlich Impressum. Was für Regelungen gibt es zum Impressum? Dort kann man zum einen lesen § 5 des Telemediengesetzes und § 55 des Rundfunkstaatsvertrages. Wann muss man ein Impressum überhaupt haben? Wer ist impressumspflichtig? Wenn euer Kanal, euer Blog, euer Instagram-Account, euer Twitter-Account, was auch immer, gewerblich genutzt wird, also wenn ihr mit eurer Plattform Geld verdient und das gilt ab den ersten Cent an. Wenn ihr also zum Beispiel eure Videos monetarisiert, dann nutzt ihr euren Kanal gewerblich. Wann braucht ihr auch ein Impressum, wenn ihr ein journalistisch-redaktionelles Angebot habt? Also wenn ihr zur Meinungsbildung beiträgt und wenn euer Profil öffentlich ist. Also eine Plattform, die ihr privat gestellt habt und nur privat nutzt, ist nicht impressumspflichtig. Allerdings habe ich auch gelesen, dass diskutiert wird, wenn ihr zum Beispiel bei Facebook ein privates Profil habt, aber 500, 1000, noch mehr Freunde drin habt, dann gilt das nicht mehr als privat. Weil ihr dann eben doch eine so große Reichweite habt, dass das nicht mehr als familiäre private Nutzung durchgeht, wird sehr stark diskutiert. Was muss in ein Impressum enthalten sein? Der vollständige Name des Betreibers, also alle Vor- und Zunamen. Adresse, es reicht dort nicht die Angabe eines Postfachs oder einer Packstationsadresse. Es muss die Adresse sein. Wenn ihr in einem Netzwerk drin seid, kann auch diese Adresse angegeben werden. Wenn ihr einen Zweitwohnsitz habt, reicht diese Adresse auch. Es würde auch die Anschrift einer Büroadresse reichen. Allerdings müsst ihr über diesen Wege erreichbar sein. Weiterhin müssen die Kontaktdaten angegeben werden, E-Mail und Telefonnummer und gegebenenfalls auch Handelsregisternummer und sowas könnt ihr alles nachlesen, wird die meisten aber vermutlich eher nicht betreffen. Wenn man jetzt also feststellt, dass man impressumspflichtig ist, wo muss das Impressum eigentlich hin? Es muss leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar sein. Der BGH urteilte, dass es innerhalb von 2 Klicks erreichbar sein muss. Es in so eine Kategorie wie Info, auf YouTube wäre es zum Beispiel Kanalinfo zu packen, reicht nicht aus. Das hat das Landesgericht Aschaffenberg geurteilt. Was für Stolpersteine, was für Hinweise kann ich euch noch geben? Auf den sozialen Medien fehlende Impressumsfelder gilt nicht als Ausrede dafür, dass man dann kein Impressum angeben muss. Diese Ausrede, ja, es gibt ja kein Impressumsfeld, hält vor Gericht nicht stand. Eine Impressumspflicht kann, wenn die Punkte erfüllt sind, für alle Social-Media-Präsenzen gelten. Für YouTube, für Blogbetreiber, für Instagram, für Twitter, für Facebook, was euch sonst noch so einfällt. Es bedarf nach Möglichkeit einer eigenen Rubrik. Entweder nennt ihr die dann direkt Impressum. Es geht auch Anbieterkennzeichnung, weil rein theoretisch ist das nämlich eigentlich der richtige Begriff, aber Impressum funktioniert auch. Das Impressum anzugeben unter Kontakt oder über mich funktioniert anscheinend auch. Wie gesagt, Info, warum auch immer, ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, reicht dem Gericht nicht. Ihr müsst darauf achten, dass euer Impressum über alle Geräte sichtbar ist. Auf YouTube zum Beispiel kann man auf verschiedenen Wegen auf den Videos zugreifen. Die meisten bei mir zum Beispiel greifen über Handy zu. Die Möglichkeit über PC, über Tablets geht natürlich auch, aber auch über Fernseher und über Spielekonsole. Rein theoretisch müsst ihr bei allen Plattformen nachgucken, ob euer Impressum, eure Kennzeichnung
funktioniert, ob es richtig eingebettet wurde. Es ist tatsächlich strittig, ob ein Impressumslink klickbar sein muss oder ob auch eine Textzeile funktioniert. Vermutlich muss es nicht klickbar sein. Es muss aber deutlich werden, dass sich es dabei um einen Impressumslink handelt. Wenn verlinkt wird, was auf YouTube ja häufig ist, dass dort auf das Impressum des Blogs verlinkt wird, solltet ihr bei diesem Impressum noch hinzuschreiben, für welche Medienpräsenzen dieses Impressum gilt. Also schreibt dann darunter, dieses Impressum gilt auch für meinen Social-Media-Auftritt auf YouTube, Instagram, Twitter, was auch immer. Ein Tipp von meiner Seite, ganz wichtig, kontrolliert, ob euer Link auch noch funktioniert. Und vor allem lasst es mal von jemand anderen prüfen. Ich hatte zum Beispiel früher mein Impressum über Google Plus verlinkt. Durch eine Designänderung sieht man dieses Impressum nicht mehr. Und ich weiß, dass es ganz viele YouTuber ihr Impressum über Google Plus angegeben haben. Dieser Link funktioniert nicht mehr. Was dort auch ganz gerne passiert und deshalb lasst es von einem anderen kontrollieren. Wenn man dort draufklickt, kommt man in sein eigenes Menü und nicht auf das Impressum von demjenigen, der das da angeben wollte. So, dritter Punkt, die Anwendung. Nachdem ich mir das alles durchgelesen habe, wie habe ich es jetzt gemacht? Da ich meine Videos auf keiner anderen Plattform verlinke, wäre der erste Schritt, irgendein Video von mir rauszunehmen. Ich habe jetzt als Beispiel dieses hier genommen, dieses Video über enthält bezahlte Promotion oder auch nicht. Und dort wäre dann der erste Klick auf den Kanalnamen, Klick 1. Dann kommt man logischerweise auf meine Kanalhauptseite. Ich weiß gar nicht genau, wie YouTube das nennen würde. Und dort ist oben in diesem Bannerbereich, habe ich als ersten Link das Impressum hingelegt und habe diesen Link auch Impressum genannt. Sodass deutlich und klar ist, dass es sich dort um ein Impressum handelt. Es würde nicht mehr funktionieren, wenn es eins von den Links daneben wäre. Weil ich habe mir extra einen ernsthaften Blog erstellt, damit ich dorthin zum Impressum verlinken kann. Also der Blog ist total inaktiv, der ist wirklich rein dazu da, damit ich auf das Impressum verlinken kann. Und wenn ich es in einen hinteren Link gepackt hätte, dann wäre ja nur vorne dieses W-Zeichen. Wäre also keine eindeutige, sichtbare Kennzeichnung, dass es sich dabei um einen Impressumslink handelt. Und wenn man dort draufklickt, ist es Klick 2. Und dann hat man das Impressum vor Augen. Ich habe auch noch zusätzlich unter Kanalinfo verlinkt, das ist aber wirklich rein zusätzlich, weil erstens, wie gesagt, unter Info hat das Gericht entschieden, dass da keiner ein Impressum vermuten würde, halte ich für absoluten Schwachsinn, aber so ist es nun mal. Und wenn ich dort draufklicke, das ist ja schon Klick 2, und dort ist zwar dann mein Link zum Impressum, aber das wäre ja dann der dritte Klick. Und wie gesagt, das Impressum muss per BGH-Urteil innerhalb von 2 Klicks erreichbar sein. Und natürlich bei meinem Impressum ist darunter auch angegeben, für welche Social-Media-Auftritte dieses Impressum gilt. Das zweite große Thema sind die Affiliate-Links, die auch sehr häufig benutzt werden. Was ist die Rechtslage? Paragraph 6 Absatz 1 Nummer 1 des Telemediengesetzes sagt, kommerzielle Kommunikation muss als solches gekennzeichnet werden. Bedeutet, Werbung muss als Werbung gekennzeichnet werden. Gibt man diese Kennzeichnung nicht an, haben wir jetzt den Paragraph 5a Absatz 6 des UWG in Kombination mit Paragraph 6 des UWGs. Irreführung durch Unterlassung. Wer also Werbung nicht kennzeichnet, leitet den Verbraucher in die Irre, ist in diesen beiden Paragraphen geregelt. Was kann ich euch für Hinweise noch mit an die Hand geben? Wie Affiliate-Links genau gekennzeichnet werden müssen, ist gesetzlich noch nicht durchdeklariert worden. Es gibt kein Gerichtsurteil dazu, was nicht bedeutet, dass das nicht abmahnfähig ist. Das Amazon Partnernet sagt einem dazu, dass die Kennzeichnung von diesen Affiliate-Links also der schriftliche Hinweis darauf, direkt im unmittelbaren Umfeld des Links angegeben werden muss, plus eine Erklärung, dass man am Umsatz beteiligt wird. Und auf dieser Seite gab es dann auch so einen kleinen Beispieltext. Ich hatte zum Beispiel jetzt auch vor kurzem meinen Text dazu nochmal dem angepasst, so ein bisschen. Was man sehr häufig sieht, ist, dass der betroffene Link immer vorne mit einem Stern gekennzeichnet ist, mit einem Verweis danach ganz unten. Diese Kennzeichnung ist sehr umstritten. In der Erklärung, wenn man also mit so einem Sternchen nach unten verweist, reicht alleine das Wort Affiliate-Link oder Amazon-Partner-Link oder sowas, reicht alleine nicht aus. Es muss erklärt werden. Angabe ist jedoch, dass jeder betroffene Link gekennzeichnet werden muss. Wie gesagt, es muss erklärt werden und im unmittelbaren Umfeld des Links sich befinden. Ich glaube, es war der BGH. Ich lege jetzt dafür aber nicht meine Hand für ins Feuer. Ein Gericht hat jedenfalls entschieden, dass es keine lange Textanalyse brauchen darf, bis man auf den kommerziellen Zweck hingewiesen wird. Zieht man jetzt noch das Rossmann-Urteil hinzu, welches ich ja in einem anderen Video auch bereits besprochen habe,
hat das Gericht dort geurteilt, dass es auf den ersten Blick erkennbar sein muss, dass es sich hierbei um einen kommerziellen Zweck, um Werbung handelt. Am sichersten wäre es vermutlich tatsächlich, wenn man hinter jedem Affiliate-Link in Klammern schreibt, Werbelink, Werbung oder Anzeige. Denn vor allem diese beiden Begriffe, Werbung und Anzeige, die sind wirklich rechtssicher. Das sind Begriffe, die sich vom Gericht bereits behaupten mussten und die bestanden haben, beziehungsweise die das Gericht selbst verwendet. So viel zur Theorie. Wie habe ich das für mich jetzt in die Praxis umgesetzt? So, das ist jetzt ein Ausschnitt aus einer Infobox von dem Lesemonat. Ich glaube, dem August war das. Wie man sieht, habe ich nicht eine Klammer hinter jedem Link geschrieben. Warum nicht? Weil ich finde, dass das doof aussieht, insbesondere wenn man mit Handy auf die Infobox zugreift. Und weil ich das sogar fast so ein bisschen irreführend finde, weil ich würde denken, wenn hinter so einem Link in Klammern Werbung steht, dass derjenige bereits dafür gezahlt wurde, diesen Link einzufügen und nicht erst, wenn man über diesen Link etwas kauft, wie es bei einem Affiliate-Link der Fall ist. Ich habe meine Infobox ja praktisch in Kategorien eingeteilt, so, ne? Hier, was immer groß geschrieben ist, und wenn ich jetzt zum Beispiel auf Bücher verlinke, habe ich daneben in Klammern schon geschrieben Affiliate-Links, damit man weiß, dass es sich um Affiliate-Links handelt. Jeden einzelnen Link, den es betrifft, habe ich vorne mit einem Stern gekennzeichnet, wie gesagt, jeden Link kennzeichnen, und in unmittelbaren Umfeld, also direkt darunter, habe ich die Legende stehen mit der Erklärung, was ein Affiliate-Link ist und was der sagt. Nicht mehr ganz unten, das hatte ich auch, aber auf den ersten Blick in unmittelbarem Umfeld, ich weiß nicht, ob es ausreicht, es in der Infobox, ob das als unmittelbares Umfeld schon ausreicht. Deshalb habe ich es nach oben gepackt. Und das wird häufig empfohlen, so eine Kennzeichnungsdinge, wo also eine Erklärung folgt, möglichst weit nach oben zu packen. Weil je nachdem, wie lang so eine Infobox ist, muss man eben auch gerade per Handy, wie gesagt, über alle Plattformen muss das gut erkennbar sein, muss man da sehr weit scrollen, bis man da mal vielleicht mal ganz unten in der Infobox angekommen ist. Ist mir zu heikel. Deswegen mache ich es so, wie ihr es da jetzt ja gerade seht. Also ich verlasse mich nicht alleine auf die Sternekennzeichnung. Ich packe es praktisch in die Überschrift dieses Infobox-Abschnittes, dass es sich hierbei um Affiliate-Links handelt. Kennzeichne jeden Link mit diesen Sternen und die Erklärung folgt direkt darunter. Übrigens noch ein kleiner Tipp an die Verbraucher, an die Nutzer, die so eine Links verwenden. Häufiger Hinweis für euch bedeutet das keine Zusatzkosten. Derjenige wird an dem Umsatz beteiligt, wenn über diesen Link ein Kaufvertrag zustande kommt. Was viele aber, glaube ich, immer noch nicht wissen, ist, dass wenn ihr über meinen Affiliate-Link etwas kauft, dann sehe ich, was über meinen Affiliate-Link gekauft wurde. Ich sehe natürlich nicht von wem, aber ich sehe, was gekauft wurde. Das heißt, wenn ihr darüber Sexspielzeug bestellt, dann sehe ich das. Nur so zur Info. Kommen wir jetzt mal zu dem dritten großen Punkt, der ja auch so ein bisschen rumgeistert, zu den Rezensionsexemplaren. Die Rechtslage. Es gilt natürlich grundsätzlich ein Trennungsgebot, also zwischen journalistischem Inhalt und Werbung. Es ist geschrieben in § 6 des Telemediengesetzes und § 58 des Rundfunkstaatsvertrages. Sind Rezensionsexemplare aber überhaupt kennzeichnungspflichtige Werbung? Das ist strittig. Das handelt sich hierbei um eine berühmte Grauzone. Noch einmal kurz erklärt, was bedeutet Grauzone? Das bedeutet nicht, naja, dann ist es ja okay, wenn ich es nicht kennzeichne, es ist ja strittig. Nein. Das bedeutet, dass es verschiedene Rechtsmeinungen, Auffassungen davon gibt, was gerichtlich aber noch nicht entschieden wurde. Man weiß es also nicht genau. Was man natürlich auch wissen sollte, dass Grauzonen genau die Felder sind, die möglicherweise abgemahnt werden. Wann ist dann ein Video, ein Post, ein Bild auf Instagram, was auch immer, kennzeichnungspflichtig? Ganz grob könnte man sagen, wenn dafür Geld geflossen ist, also wenn ich dafür bezahlt wurde, wenn mir Vorgaben gemacht wurden, also dass ich mich besonders positiv über das Buch äußern soll oder wenn ich es besonders positiv bewerten soll oder auch wenn das Produkt besonders beworben wird. Was für Hinweise kann ich euch an die Hand geben? Wie gesagt, Werbung ist es, wenn dafür vor allem Geld geflossen ist. Das wird umschrieben mit dem Wort, wenn dafür ein Entgelt gezahlt wurde, mit T. Das bedeutet nicht zwangsläufig Bargeld, also wirklich Euros, das kann auch durchaus eine Produktüberlassung sein. Das könnte ja in diesem Fall denn das überlassene Buch werden. Die Frage ist aber, ob der Booktuber, der Blogger, was auch immer, durch diese Produktzuwendung objektiv in seiner freien Meinungsberichterstattung, in seiner Rezi, beeinflusst wurde. Denn wenn man sich davon beeinflussen lassen hat,
dann ist es kennzeichnungspflichtige Werbung. Die Frage ist, ab wann ist ein Wert so hoch, dass man davon ausgehen muss, dass die Neutralität beeinträchtigt wurde oder davon ausgehen kann. Problem ist, es gibt keine gesetzlichen und auch keine gerichtlich festgelegten Wertgrenzen. Viele setzen diese Grenze wie bei der Produktplatzierung bei 1000 Euro an. Und das hört man ja auch ganz oft. Ja, ein Rezensionsexemplar übersteigt ja nicht den Wert von 1000 Euro. Dadurch ist es nicht kennzeichnungspflichtig. Diese Grenze von 1000 Euro ist weder gesetzlich noch gerichtlich festgeschrieben. Das sind mehr so Rechtspraxisrichtlinien. Andere Juristen setzen diese Grenze aber durchaus schon bei 50 Euro und weniger an. Ich habe eine Auslegung gefunden, die ich als sehr streng erachte. Die strengste, die ich gefunden habe, die ist natürlich unten verlinkt. Die sagt bereits, wenn man sich dazu verpflichtet hat, überhaupt eine Rezension zu dem Buch zu machen, was in der Regel bei einem Rezensionsexemplar ja der Fall ist, dann ist das, reicht das bereits aus, um eine Beeinflussung anzunehmen und es muss gekennzeichnet werden. Dann müsste nach seiner Angabe die Rezension als Werbung, Anzeige oder als gesponserter Beitrag gekennzeichnet werden. Die meisten Auslegungen gehen aber dahin, dass es sich bei Rezensionsexemplaren letztlich um Testprodukte handelt, wo eine Kennzeichnung dann optional wäre. Wie gesagt, unter der Voraussetzung, dass es eine ehrliche, unbeeinflusste Berichterstattung ist, fühlt sich der Rezensent dazu verpflichtet, das Buch jetzt besonders positiv zu bewerten oder sich darüber zu äußern, dann ist das Werbung. Okay, wie kennzeichne ich meine Rezensionsexemplare? Ich folge dieser strengsten Auslegung, die ich gefunden habe, nicht. Weil ich finde, der Wert von einem so überlassenen Buch steht in kein Verhältnis zu dem Aufwand. Wenn ich bedenke, wie lange ich brauche, um ein Buch überhaupt zu lesen, wie lange ich brauche, um eine Rezension vorzubereiten, sie letztendlich abzudrehen, die zu bearbeiten, die dann online zu stellen, sie auch noch zu verschriftlichen für weitere Angaben, also auf Amazon zum Beispiel oder was weiß ich. Wenn man das gegenrechnet, wie viel Arbeit und Zeit da drin steckt, mit dem Wert von einem Buch, ich weiß übrigens auch nicht, welchen Wert man dort ansetzt, den für mich als Endkonsumenten oder den für einen Verlag, weil für einen Verlag kostet ein Buch ja nicht so viel wie für mich als Endkonsument. Aber selbst wenn man den Handelspreis nimmt, wenn man das auf die Stunde runterrechnet, dann verdient jede Näherin in Bangladesch mehr. Ich muss ja sagen, ich empfinde es wirklich sogar als beleidigend, dass mir nach dieser strengsten Auslegung grundsätzlich jegliche Neutralität aberkannt wird. Im Zweifel entscheidet aber eh jeder Einzelfall. Und an meinem Fall kann man durchaus sehen, dass ich viele Rezensionsexemplare dabei hatte, die ich negativ bewertet habe. Ich habe also nachweislich keine Scheu davor, meine ehrliche Meinung zu präsentieren. Ich rezensiere ja auch jedes Buch und nicht nur Rezensionsexemplare. Ich lege eben auch sehr viel Wert auf Argumentation, warum ich ein Buch gut fand, warum ich es schlecht fand, weil ich eben keinen Willen dazu habe, das Buch zu bewerben, sondern meine Meinung darzulegen. Weiterhin finde ich, könnte man auch anführen, dass Rezensionsexemplare auf einem Booktube-Kanal, auf einem Buchblog absolut branchenüblich sind. Ich habe es auch noch nie erlebt, dass Verlage in irgendeiner Form Stress oder Druck gemacht hätten, wenn man dort sagt, dass man doch keine Rezension dazu machen möchte. Die ganze Anbindung an einen Verlag ist ja eine ganz andere, als wenn man zum Beispiel als Werbepartner irgendeinen Multimedia-Konzern hat. Das wären jedenfalls meine Argumente, die ich anführen würde, warum man eben nicht durch ein Rezensionsexemplar davon ausgehen muss, dass derjenige in seiner Neutralität beeinflusst wurde. So, wie mache ich es? Ich habe das jetzt am Beispiel von 54 Minuten gemacht, also an der Rezension dazu. Ich schreibe in der Infobox immer einen Hinweis darauf, dass es sich bei diesem Buch um ein Rezensionsexemplar handelt. Könnt ihr da ja auch lesen, ne? Bei diesem Buch handelt es sich um ein Rezensionsexemplar, in Klammern auch Leseexemplar genannt, weil ich weiß nicht, so es gibt so, die einen sagen das, die anderen sagen das. Das bedeutet, dass mir das Buch kostenlos zur Verfügung gestellt wurde, was keinen Einfluss auf meine Meinung hat. Wir erinnern uns an den Schritt davor, keine ewige Textanalyse, also ich schreibe es nicht ganz unten irgendwo in die Infobox hin, sodass man lange scrollen muss, um diesen Hinweis zu sehen. Möglichst auf den ersten Blick, also möglichst weit nach oben. Also auch nach der Auslegung, dass man Rezensionsexemplare eigentlich nicht kennzeichnen müsste, dass es optional ist, liefern immer die Empfehlung mit, trotzdem möglichst weit oben kenntlich zu machen, dass ein dieses Produkt, dass man dafür nicht bezahlt hat, dass man es in irgendeiner Form kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen hat. In Gelb habe ich euch auch nochmal angezeigt, wie ich explizit bei einer Rezension, die den Affiliate-Link kennzeichne, auch nochmal mit einem Stern
in Klammern direkt hinter dem betroffenen Link Affiliate-Link und direkt darunter dann die Erklärung. Plus, ich kennzeichne Rezensionsexemplare eigentlich schon bei der Thumbnail, diesen runden Kreis, wo halt drauf steht Rezensionsexemplar. Und damit man eben schon bei der Thumbnail sieht, dass es sich dabei um ein Rezensionsexemplar handelt. Also praktisch schon, bevor man überhaupt auf das Video dann klicken muss. So mache ich es jedenfalls. Ich persönlich habe es nicht gesehen, mir wurde aber gesagt, dass gerade bei Instagram ganz viele Bookstagrammer ihre Beiträge über ein Rezensionsexemplar mit, gesponsert, nee, oder Produktplatzierung oder sowas zu kennzeichnen. Produktplatzierung finde ich schwierig, denn was ist eine Produktplatzierung? Das ist, wie es der Name schon sagt, ein Produkt, was im Video platziert wurde. Die Abgrenzung zur Werbung besteht allerdings darin, dass es nicht inhaltlich im Vordergrund stehen darf. Ja, was passiert denn aber bei einer Rezension? Das Buch steht sowas von im Vordergrund, darum dreht sich das Video. Dementsprechend wäre es keine Produktplatzierung, sondern ein Werbevideo, wenn man der strengsten Auslegung folgen will. Und wie gesagt, bei einer Rezension über ein Rezensionsexemplar müsste dann dauerhaft Werbung, Werbevideo, sowas eingeblendet werden. Bei einem Instagram-Post müsste dann danach als erstes, was man als Infotext praktisch schreiben könnte, Werbung oder Anzeige stehen. Warum mache ich das nicht so? Wie gesagt, die Gründe, warum ich dieser strengsten Auslegung nicht folge, habe ich ja vorher schon gesagt. Und auch dort wieder, ich bin ja auch gleichzeitig ein Verbraucher. Und wie gesagt, diese Werbehinweise und so, die werden ja auch immer auf dem Verbraucherhorizont abgestimmt und so, ne? Es geht ja darum, den Verbraucherkreis zu schützen. Und wenn ich jetzt bei einer Rezension eingeblendet sehen würde, Werbevideo, würde ich davon ausgehen, dass es sich bei diesem Video nicht nur um ein Rezensionsexemplar handelt, sondern dass dieses Video noch zusätzlich bezahlt wurde. Und genau das würde ich auch bei einem Instagram-Post glauben oder annehmen, wenn dort steht Werbung, Doppelpunkt, dass dieser Post noch zusätzlich bezahlt wurde. Also ich als wirklicher jemand, der aus der Praxis ja praktisch kommt, und das ist bei Gerichten ja immer so eine Sache, ne, finde es sogar irreführender, wenn man das so nach der strengsten Auslegung kennzeichnet. Aber wie gesagt, das ist meine Auslegung, das ist meine Ansicht. Wenn eine Rezension aber wirklich noch zusätzlich bezahlt wurde, was es ja durchaus auch gibt, dann muss natürlich die Werbekennzeichnung her. Und wie gesagt, Gerichte zeigen sich nicht gerade tolerant, was moderne Werbebegriffe angeht. Also Kooperation hält vor Gericht garantiert nicht stand. Gehe ich extrem stark davon aus. Auch dieses enthält bezahlte Promotion würde meines Erachtens vor Gericht nicht standhalten. Es gab da auch mal ein Gerichtsurteil, was sinngemäß gesagt hat, wenn man diese Begriffe wie Werbung und Anzeige vermeidet durch diese moderneren Begriffe, dann wird schon eine Verschleierungsabsicht, wird es schon davon ausgegangen. Oder lässt sich dann zumindest vermuten. Also wenn das Video dann wirklich bezahlt ist, läuft man dann am sichersten, wenn man es dann wirklich Werbevideo, Werbung, Dauerwerbesendung nennt. Ich würde gerne auch noch so ein, zwei Sätze über das Thema Abmahnungen verlieren. Denn wie gesagt, bei Grauzonen sind grundsätzlich Abmahnungen möglich, aber nicht zwangsweise wahrscheinlich. Aber dieses Wort wird ja gerne so als Spukgespenst immer so eingeführt und das wird ja so hinter verschlossener Hand wird da geflüstert und so, mein Gott, wenn das Wort Abmahnung fällt, dann bricht ja schon Chaos aus. Und deshalb vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen, was ist eine Abmahnung überhaupt? Die besteht aus einer Unterlassungserklärung, in der man festschreibt, unterschreibt, dass man eben eine gewisse Handlung nicht noch einmal tun wird. Tut man das doch, dann begeht man Vertragsbruch gegen diese Unterlassungserklärung und das kostet dann gerne mal so ab 5.000 Euro. Der Abgemahnte muss die Anwaltskosten übernehmen. Sowohl die vom derjenige, der abgemahnt hat, als auch möglicherweise, wenn er selbst einen Anwalt eingeschalten hat. Und dort schwankt der Preis dann natürlich. Ne? Je nachdem, wie viel der Anwalt, sein Anwalt und der Gegenpartei dann halt nimmt, kann das eben gerne mal so zwischen, ja, was weiß ich, 300, 500, 1.000 Euro kosten. Wer kann abmahnen? Mitbewerber. Das ist zum Beispiel Blogger können eine Abmahnung gegen Blogger erwirken, Booktuber eine Abmahnung gegen Booktuber. Also von Mitbewerbern aus der gleichen Branche oder Mitbewerber der Unternehmen. Weiterhin abmahnen können aber auch Wettbewerbs- und Verbraucherschutzverbände. Wann kann abgemahnt werden? Bei Abmahnungen bewegen wir uns meistens in einer Grauzone, also wo es strittig ist, ob diese Kennzeichnung ausreichend ist oder nicht. Plus, wenn dann hinzukommt, dass ein Mitbewerber oder einer dieser Verbraucherschutzverbände vermutet, dass diese Werbekennzeichnung eben nicht ausreichend ist. Guckt euch doch diese bekannten Abmahnfälle, guckt euch die doch einmal an. Achtet vielleicht auch mal darauf, wer da abgemahnt wurde,
wie groß dieser betroffene Kanal denn halt auch war, um welche Art von Werbung es sich dort handelte, wie schwammig diese gekennzeichnet wurde und vor allem wie viel Geld dort im Hintergrund eben auch floss. Und vergleicht das dann vielleicht mal mit euch, eure Kanalgröße, mit eurer Kennzeichnung, wie viel Geld ihr damit verdient, falls ihr was damit verdient und so weiter. Mein Fazit, natürlich gibt es noch andere Formen der Werbung, allerdings halte ich die für nicht so sonderlich verbreitet und vor allem ich betreibe sie nicht. Ich kann euch da nicht zeigen, wie ich es gemacht habe. Ich habe mich eben hauptsächlich mit dem beschäftigt, die auf mich selbst zutreffen. Mein Ratschlag, belest euch wirklich, beschäftigt euch mit diesen Themen, die euch betreffen und hört da nicht nur auf Hören und Sagen. Informiert euch und zieht denn daraus eure Schlüsse und kennzeichnet dann so, wie ihr es für richtig und vor allem auch für ausreichend haltet. Denn für diese Entscheidung haftet ihr letztendlich auch. Wenn man das macht, dann gerät man eben auch nicht wegen jedem Gerücht oder wegen irgendwelchen Abmahnungen in Panik. Wenn ihr unsicher seid, dann geht zu einem Rechtsanwalt eures Vertrauens im Bereich Medienrecht. Und lasst euch eine Rechtsberatung geben. Wenn ihr das Geld nicht ausgeben wollt, dann haltet euch doch einfach nach den jeweils strengsten Auslegungen und trefft denn eure eigenen Entscheidungen. Denn für viele Bereiche gibt es, selbst wenn ihr zu einer Rechtsberatung gebt, keine hundertprozentige Rechtssicherheit, weil es, wie gesagt, gerichtlich nicht entschieden wurde. Vielleicht noch so mein Tipp zum Schluss, wenn ihr wirklich so komplett verunsichert seid, dann macht das doch einfach nicht. Wenn ihr das alles nicht macht, dann müsst ihr es auch nicht kennzeichnen, dann seid ihr raus aus der Nummer. Okay, das war's dann jetzt auch von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!